Hallo, schönen guten Abend. Frau Löffler, Sie muss man eigentlich nicht mehr vorstellen, weil Sie durch den Ärger, den es rund um Ihre investigative Recherche zu Julian Reichelt gab, ungewollt, so in dieser Form ungewollt, zu einiger Prominenz gekommen sind in den letzten Wochen. Deswegen will ich Ihnen eigentlich Fragen zu diesem Problemkomplex heute Abend ersparen, weil wir haben es so nett hier. Aber fragen möchte ich Sie, ich hoffe, es geht Ihnen gut und es geht weiter mit Ippen Investigativ. Ja, vielen Dank. Uns geht es allen gut. Das waren ein paar wilde Tage und wir haben seit die Recherche veröffentlicht wurde, sehr viele neue Hinweise erhalten aus ganz vielen verschiedenen Bereichen und natürlich gehen wir denen auch weiter nach und recherchieren da auch weiter. Gut so. Kommen wir zu Ihrem Recherchestipendium aus 2020, dessen Thema kurz gefasst lautet MeToo im Medizinbetrieb. Eine kritische Nachforschung also bei den Halbgöttern in Weiß. Wie verschlossen war dieses Milieu? Also wir haben bei der Recherche erstmal versucht, uns ganz viel über Behörden, auch Strafverfolgungsbehörden zu nähern. Das war sehr schwierig, weil es in der Tat ein Thema ist, was so stark im Dunkelfeld liegt, dass dazu ganz viele Zahlen gar nicht erfasst werden. Wir haben dann aber schon festgestellt, dass es auch innerhalb der Medizinbranche durchaus ein kritisches Milieu oder eine kritische Community gibt. Und als wir da die ersten Kontakte haben, haben wir festgestellt, dass es da eben Leute gibt, die bereit sind, uns Zugänge, auch interne Informationen zu geben. Und wir haben dann eben auch entschieden, dass wir diese Geschichte viel protagonistinnengetriebener erzählen müssen. Also, dass wir viel mehr über die Einzelfälle erzählen müssen, als über so eine klassische Datenrecherche, weil das einfach gar nicht möglich ist. Ihre Recherche war ja international angelegt, beleuchtete also nicht nur das Fehlverhalten deutscher Ärzte. Konnten Sie innerhalb Europas Unterschiede feststellen? Ja, da konnten wir sehr große Unterschiede feststellen. Da möchte ich jetzt auch mal die Namen meiner tollen Kolleginnen nennen, also eben Margarita Betoni, aber auch Cécile Debarque, die für uns in Frankreich recherchiert hat, und Jelena Ptoric, die in Kroatien recherchiert hat. Und da hatten wir dieses Problem mit dem Dunkelfeld und der Nichtzugänglichkeit zu Behörden noch viel mehr. Also die Kollegin aus Kroatien, Jelena Ptoric, hat über 80 IFG-Anfragen gestellt und hat nicht mal einmal die Hälfte dieser Anfragen beantwortet bekommen. In Italien war es ähnlich schwierig. Da sind einfach teilweise ganz normale Presseanfragen abgelehnt oder nicht beantwortet worden. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass die Recherche auch sehr viel länger gedauert hat und sehr viel mühsamer ist. Und Sie haben es ja gerade selber gesagt, also wir sind so dankbar für diesen Preis, weil es gerade für die anderen drei freien Kolleginnen wirklich schwierig ist, überhaupt Finanzierung zu finden für solche zeitaufwendigen und mühsamen Recherchen. Wie steht es um die Konsequenz der Justiz in solchen Fällen? Also wir haben ja festgestellt in der Recherche, dass es in der Tat nicht selten passiert, dass Personen aus dem Medizinbetrieb, meistens Ärzte, seltener auch Ärztinnen, obwohl sie verurteilt werden, weiter praktizieren können, ihre Approbation behalten können. Und das ist etwas, was wir eben auch festgestellt haben in den Gesprächen mit Betroffenen, dass die Ohnmachtsgefühle oft sehr groß sind, wenn sie das Gefühl haben, sie wenden sich hilfesuchend an Strafverfolgungsbehörden, finden dort aber nur bedingt Gehör und auch die Konsequenzen sind sozusagen sehr bedingt. Im Gegenteil, es gibt oft so eine Stigmatisierung, in der die Betroffenen aus diesen Prozessen noch geschädigter hervorgehen, als sie es vorher waren. Und da kommt dann eben die Presse ins Spiel, um diesen Personen Gehör zu verschaffen, die sich dann eben hilfesuchend an uns wenden, auch auf der Suche nach so etwas wie Gerechtigkeit. Und ich denke, genau dafür sind wir ja dann da, diesen Personen dann auch eine Stimme zu geben. Ja. Ich nehme stark an, Sie haben sich an Ärzteverbände auch gewandt und alle anderen, die vorgeben, sich um das Wohlverhalten von Ärzten zu kümmern. Haben Sie da bei Ihrer Recherche sensibilisieren können? Haben diese Akteure mittlerweile mehr Problembewusstsein? Was würden Sie sagen? Also ich denke, es gibt ja immer so direktere und indirektere Wirkungen von Impact, die man erzielt. Natürlich ist es schön, wenn man sowas hört, wie dass sich Arbeitsgruppen bilden, dass so ein Text oder so eine Veröffentlichung auch als Referenz verwendet werden können für eben die kritischen AkteurInnen, die es gibt, die sagen, ja, das ist ein Problem, hier steht es nochmal, wir sollten uns das genauer angucken, auch wirklich neue Infos da drin sind, also zum Beispiel, wie häufig werden denn nun Approbationen entzogen, wie sieht es denn mit den Konsequenzen aus, aber es gibt natürlich auch indirektere Auswirkungen, wie so eine Form von Sensibilisierung überhaupt darüber aufzuklären. Das konnten wir schon an der einen oder anderen Stelle beobachten. Das freut uns natürlich. Und ich denke, das, was wir wirklich am meisten gemerkt haben, dass
jedes Mal, wenn man so eine Recherche veröffentlicht, das dazu führt, dass ganz viele neue Leute, und das ist ja auch das, was das Hashtag MeToo sagt, ich auch, sich wiedererkennen und sagen, das ist mir auch passiert, man kann darüber berichten, man kann das an die Öffentlichkeit bringen und sich dann an uns wenden. Und das ist natürlich ein viel langfristiger Impact, dass wir das Gefühl haben, neue Geschichten kommen zu uns und wir können dieses Thema auch mittel- oder langfristig begleiten und da weiter zu veröffentlichen. Ja, Frau Löffler. Vielen Dank für dieses Beispiel, vielen Dank für Ihre erfolgreiche Recherche, die, glaube ich, auch für junge Journalistinnen und Journalisten motivierend wirken kann und die zeigt, es lohnt sich, um ein Brenner-Recherchestipendium zu bewerben. Vielen Dank. Dank.